Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. So. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. Irgendwas hat gerade schon nachgelassen. Ja, jetzt ist die Verteidigungskoordination weg. Das Gute ist heute auf unserer Seite. Ruft euch zu sich. Wo kommt der jetzt her? Aber ist egal, er ist weg. Gut. Gut, gut. Ich bin bereit. So. Bei meinem Volk erzählen wir uns solche Geschichten. Unter der Erde rumzukriechen ist nichts für die... ja? Ja. Bei ihr wieder die beiden Zauber reinnehmen. Hier, hier und auch hier hinten. So. Ich stimme dem bisher ein. Ich helfe, wo immer ich kann. Sie hat gerade keine mittelschweren Wunden mehr, mit denen sie heilen kann. Also keinen Zauber mehr. Ja. Vita. Mortis. Vita. Mortis. So. Sind wir schon mal wieder drei von... Sind sogar alle vier gewesen, ne? Ne, halt, einer lag ja schon hier rum. Stimmt. So, sind wir jedenfalls die los. Geworden einigermaßen. Ah, einer ist noch hier auf jeden Fall. Einer geht ja noch. So. Was kann ich tun? Du bist verlangsamt. Ich bin bereit. Das heißt, du wirst noch eine Weile brauchen, um zu zaubern. Ja, das sieht sehr langsam aus. Ja, natürlich. Habt ihr einen Plan? Kaelson? Mach dein Ding, wollte ich eigentlich gerade sagen, aber ich glaube, das klingt von selber gleich wieder ab. Wenn es das ist, was ihr wollt. Ich will eigentlich nur hier aufräumen und die Erfahrungspunkte abkassieren. So, jetzt haben wir alles bis auf die Mitte und die wulscht hier unten. Wir können ja schon mal, während wir auf Yoshimo warten, gucken, was hier unten ist. Außer natürlich noch eine Zyste. Was ist das? Geheimes Wort. Wenn das geheime Wort gegen ein Wesen eingesetzt wird, band es einen Schutz vor Zaubern der achten oder eines niedrigen Grades, der auf dem Wesen liegt. Die betroffenen Zauber sind geringe Zauberzugriffe, geringe Kugel der bla bla bla. Kann sie es lernen? Ja, lernen wir es einfach mal. Ich warte. Euer Wunsch ist mein Begehr. Gut, das heißt, wir haben nur noch die Verrückten in der Mitte. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Ja. Ja, keine große Herausforderung. Gut. Die kriegen wir auch noch irgendwie hin.
Das scheint denen schon mal etwas weh zu tun. Sind ja zum Glück nicht mehr so viele. So, du heilst dich jetzt mal selber. Du haust weiter da drauf. Ah, was wir viel früher hätten machen können. Ja. Naja, von den Bären will gerade keiner was. Die werden sich ja auch gleich wieder auflösen. Während wir uns noch ein bisschen heilen. Ja, hier. Dafür ist das gerade gar nicht mehr so ungeschickt, dass wir das haben. So. Talisa selber hat nämlich keine Heilzauber mehr. Ja, die Gegner geben halt keine Erfahrungspunkte, weil sie Beschworene sind. Das ist ein Prunkanisch. Den nehmen wir auf jeden Fall mit, weil der ist gut Geld wert. Minsk, du hast noch Platz. Da habe ich eine tolle Idee. Jeder bewaffnet stirbt. Mit dem Schwert zu leben heißt gut und lang zu leben. Der hat nichts Besonderes mehr, der hat noch einen Ring. Der hat auch noch einen Prunkanisch. Keldon, du hast noch Platz. Wie ihr wünscht. Das ist so ein Prunkanisch oder ist das nur ein das ist nur ein Plattenpanzer, der kann da bleiben. So, dann haben wir das hier auch alles aufgedeckt und geklärt. Hier. So, das heißt, wir können diese Terrorfleischgrube verlassen. Was immer ihr wünscht. Und können auch gleich runtergehen hier. Hey, das hat also in die Fleischgrube geführt. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln. Wenn ihr es wollt. Ja, wahrscheinlich war das in der Mitte. Wer hat die denn eingeladen? Natürlich. So. Ich war, wenn es das ist, was du wollt. Wer hat hier noch Platz? Ich erwarte so Geld dort.
Ja, euer Wunsch ist mein Begehr. So. Deswegen war die, habe ich diese Quest übrigens auch eine ganze Weile noch vor mir hergeschoben. Weil auf dem Level, wo wir sie angenommen haben, hätten wir sie niemals geschafft. Augentyrannen, also Beholder im Allgemeinen, sind einfach verdammt mächtig. So. Ja? Ihr kehrt zurück? Warum? Warum seid ihr zurückgekommen? Ihr habt das große Wunderwerk zurückgebracht? Ich habe euch doch gesagt, dass es der Wehr eures Herrn ist. Es hat keine Energie mehr und es wird nun zerstört. Ja. Ihr lügt. Ihr müsst lügen. Es gibt keine Hoffnung für es. Es sind mehrere Zeitalter vergangen, seitdem sich irgendwas geändert hat. Und das Zeitalter ist nun vorbei. Ist das so schwierig zu begreifen? Nun ist einfach die Zeit für ein Ende gekommen. Das kann nicht sein. Es ist unvorstellbar, dass ihr der Bringer der Veränderung seid. Es ist einfach unmöglich. Ich muss mich selbst überzeugen. Ich muss das Wort hören. Wir alle müssen es. Ja? Das gibt es nicht. Es hat noch nie etwas gegeben, außer dem Gestank unseres Hasses. Ach, da gibt es nichts. Warum sollte er auch zu euch kommen? Ihr gebt euch doch nicht einmal die Mühe, seinen Namen auszusprechen, um ihm Tribut zu zollen. Euer Glaube hat dazu geführt, dass er wieder auf euch aufmerksam geworden ist. Wollt ihr nicht zumindest probieren, seinen Namen zu sprechen? Und das soll alles sein, wie könnt ihr dafür eine Belohnung erwarten? Nehmen wir das Mittlere. Der Name wurde schon seit Generationen nur noch als Fluch verwendet. Es gab kein Zeichen und es gab keinen Grund. Ich habe euch das Zeichen gegeben. Wie werdet ihr reagieren? Dann bleibt doch für alle Ewigkeiten hier, während eure Seelen verrotten. Welcher Gott sollte wohl an euch Interesse haben? Wie werdet ihr reagieren? Am Maunator, dein Volk ruft dich. Schon wieder am Maunator. Dein Volk ruft dich. Ich, Agro Tindul, der Sonnenfürst des dritten Hauses, treu Ausführender der Richtlinien der Verehrung, lasse hiermit deinen Namen mit meiner Stimme erklingen. Wir fragen dich, wir bitten dich, wir rufen dich an. Wir benötigen dich. Ich höre. Ich höre euch, die ihr gelitten habt und die ihr noch immer leidet. Die Zeit ist zu Ende. Die Buchstaben des Gesetzes besagen, dass wir bis zum Ende der Zeit wachen müssen. Unsere Zeit ist zu Ende. Mhm. Was ist da? Was ist da noch zu tun? Nichts. Die Aufgabe ist erledigt. Ihr werdet alle an der Seite von eurem Maunatur in der Festung der ewigen Sonne sitzen. Die alten Feinde sind fort und die Pflicht ist erfüllt. Lob sei der Hüter der Zeit, auf dass er für die Gerechten zu Ende gehen lässt. Dies ist das Ende der Dinge. Lasst euren Verstand in meinem Herzen ruhen. Findet Ruhe. Ja. Sehr viel Zeug. Gegenstand gewonnen. Ein mittlerer Schild. Den will ich auf jeden Fall identifizieren. Zwei schwere Wunden heilen, Schriftrollen. Okay. Das ist auch nicht schlecht. Die gehen aber erstmal bei Yahira in den Beutel. Also den Schriftrollenbeutel. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln. Du hast den Trank schon wieder. So. Gut, das heißt, wir können das Ding hier auch verlassen. Können oben Saas Bescheid geben, dass das Auge weg ist.
Da müssen wir wohl nur noch Gal aus dem Weg räumen. Falls der Fanatiker immer noch Leuten die Augen entfernen will. Und ja, das hat uns auch ganz schön weit vorkatapultiert in den Stufen. Vince braucht nur noch 10.000. 100.000. Das ist eine Null mehr.